Jeden Tag sind ein paar berühmte Doktor zum König gekommen, die ihn wollten heilen. Aber keinem einzigen ist es gelungen. Hochwohlgeborene, erhabene Majestät, ich bin der berühmte Dr. Salvador Salvadorius. Erhabene, hochwohlgeborene Herr König, ich bin der noch viel berühmtere Dr. Baldrian Balsamarius. Sehr erfreut. Ich bin der todkranke Bettlägerin König Adalbertelitscht. Ich komme jetzt zum Untersuch, Majestät. Lassen Sie sich vertrauensvoll von mir untersuchen, Herr König. Schlimm. Ihr Puls ist viel zu langsam. Sehr schlimm. Ihr Puls ist viel zu schnell. Oh weh, ich habe einen zu langsam schnellen Puls. Schlimm. Das Herz steht fast still. Sehr schlimm. Das Herz klopft wie wild. Oh weh, ich habe ein wild klopfendes Herz, das stillsteht. Oh, hoffnungslose Majestät. Hör auf, Brüller, Hofmeister. Nein, Brüller dürfte auch ich. Sag doch, ihr Herren Töchter, mit was wollt ihr mir noch helfen? Eine Spritze kann doch nützen. Was? Jo, ich wette nur Tabletten. Pulver essen, Fieber messen, Pillen schlucken, ganze Drucken. Hoffmanns Tropfen, wo nicht stopfen. Medizin, ein ganzes Näpfli. Und wenn alles nicht nützt, ein Zäpfli. Ja, das ist gesund, das ist gesund, das ist gesund, gesund, gesund. Ausgesprochen und wahrscheinlich ganz enorm und wirklich sehr gesund. Heiß ist wichtig, hilft da richtig. Ach, was? Wickelwärme für den Arme. Essig, Socken, Stiele, Ocken, alle halbe zünftig Salbe. Krämpfe schmieren, bandagieren. Fürchte Umschlag an der Wade. Und wenn alles nicht nützt, heiß baden. Ja, das tut gut, das tut gut, das tut gut, gut, gut. Ausgebrochen und wahrscheinlich ganz enorm und wirklich sehr gut. Spritze kann nur nützen. Wickelwärme für den Arme. Jo, ich wette nur Tablette. Essig, Socken, Stiele, Hocken. Oh, was alles nützt, ein Schmarrn. Das ist überhaupt nicht wahr. Mein Rezept ist wunderbar. Das ist gut, gut, gut. Ausgesprochen und erschienen ganz enorm und wirklich sehr gut.